Wir sind wieder back mit dem W2K24 Showcase Mode und wir sind beim Match von 2019 angekommen. WrestleMania 35, das Triple Threat Match zwischen Becky Lynch, Charlotte Flair und Ronda Rousey, Frauen voran. Ja, ich kann euch ja mal während des Matches so ein bisschen meine Meinung zu dem Match allgemein geben. Wir skippen wie immer unsere Cutscenes, weil die WWE das wie immer nicht so sehr mag. Ronda Rousey was the obvious target for Becky and Charlotte, but Ronda immediately went on the offensive, bullying Becky back in the corner. Rousey had overwhelmed Charlotte and Becky with her blitzing offense, but Becky was able to compose herself quickly enough to avoid another Piper's Pit, leaving Ronda on the defensive early in the bout. Ja, oh Gott, jetzt kriegen wir erstmal hier die Heavy Combo. Ich muss sagen, ich bin so allgemein gesehen nicht der größte Fan von dem Match. Völlig unabhängig, ob es die Frauen oder die Männer sind. Ich finde einfach, und das hat vielleicht bei dem Match hier so ein bisschen angefangen, dass man ziemlich krass gesehen hat, dass Ronda Rousey klar weiß, was sie tut und halt eine Weltklasse-Judoka ist. Aber sie ist halt keine komplett Weltklasse-Wrestlerin. Also jetzt gerade so in dem WWE-Kontext. Und ich finde, das hat man hier angefangen zu sehen. Und ja, das hat sich dann natürlich über die nächsten Jahre dann verstärkt. Gerade wenn man dann an das Shotzi-Match denkt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Pay-Per-View es war, aber es war ja eine absolute Katastrophe. So, Triple Threats sind chaotisch. Oh Gott. Nein, das war der Ref. Finde ich übrigens auch dreist. Man kann als Frau den Ref angreifen, aber als Mann kann man keine weibliche Referee angreifen. Ergibt für mich keinen Sinn. Egal wer dem Weg steht, beende eine schwere Kombo. Okay, also wir sollen eine schwere Kombo gegen eine der beiden machen. Und falls ihr euch fragt, was ich meine mit dem, ja, dass sie keine krasse Wrestlerin ist in dem Sinn, sieht man bei dem Match am Ende sehr gut. Ich werde es euch nicht zeigen können, weil das eine Real-Life-Cutscene sein wird. Aber die Art und Weise, wie dieses Match beendet wurde, hat halt einfach ja alles vorhergesagt, was dann später passiert ist, weil naja, reden wir gleich drüber. With Ronda out of the way, now the queen and the man had the ring all to themselves. Also spezifisch rede ich natürlich über das Finish von dem Match. Weil das ist ja fast schon weltbekannt, wie dieser Roll-Up, der dann am Ende gemacht worden ist, einfach 0% geklappt hat und Rondas Schultern überhaupt nicht auf dem Boden waren. Und klar könnte man jetzt auch Becky da ein bisschen die Schuld geben, aber ja. Ich finde allgemein, dass Women's Wrestling, zumindest in der WWE, aber auch zum Beispiel in AEW, oh, auf den Stuhl, ja, ein bisschen problematisch ist. Mir fehlen häufig die Storylines. Es geht eigentlich in den wichtigen Fäden immer nur um den World Title. Es gibt eigentlich keine andere Fäde in der Regel, außer um den World Title. Also du hast eigentlich ganz, ganz selten zwei Women's Wrestlerinnen, die One-on-One gehen oder die eine Fäde haben, ohne dass der World Title im Spiel ist. Höchstens noch die Women's Tag Titles, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind. Aber es gibt halt keine Mid-Card-Title und es gibt halt zu wenig Zeit im Product, um, oh Gott, der schwere Irish Whip Konter, um dafür zu sorgen, dass du eine Fehde einfach so hast. Also dann wird das lieber auf die Männer bezogen. Zumindest ist es momentan noch so. Und ich weiß nicht, dann fällt es mir schwer, da irgendwie reinzukommen, weil es halt irgendwie gefühlt für mich, ja, kaum Relevanz hat. Also du hast dann, mir fällt jetzt ein Nia Jax gegen Becky so. Das war dann so eine Fehde bei Raw. Aber ja, ich denke, im Stream habt ihr das auch schon von mir gehört. Ich bin halt echt, ja, überhaupt kein Fan von Nia Jax. Im Gegenteil. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie die überhaupt einen Job hat. Aber gut, das geht vielleicht zu weit für das Video hier. Aber ja, so vom Prinzip her sind das so meine größten Probleme mit dem Women's Wrestling. Ich finde, das Match hier eignet sich ganz gut, um das so ein bisschen zu thematisieren. So, ausweichen kann ich auch Ronda. So eine leichte Kombo machen gegen Ronda. Oder gegen eine der beiden, okay. Also ich spiele hier auf normal.
Aber es ist schon echt nervig, muss ich wirklich sagen. Also Multi-Man-Matches oder Multi-Woman-Matches können schon echt schwer nervig werden, weil man echt wenig kontrollieren kann manchmal. Gerade wenn du dann Gegner wie Charlotte oder Ronda hast, die natürlich ein sehr hohes Rating haben auch. Diese ständige Mechanik, sich aus dem Ring zu rollen, ist halt realistisch. Aber gerade jetzt für so ein Showcase-Match geht es dann doch schon sehr auf die Nerven. Also zum Beispiel auch hier, ne? Da wird halt gerne mal unterbrochen. Die KI denkt meistens nicht viel nach. So, leichte Combo. Ist natürlich für die KI ein gefundenes Fressen, weil man immer mal X spammen muss. Aber KI kontert es nicht. Schöne Armwork auf den Tisch. Jetzt aber Charlotte einen verpassen. Jetzt ist natürlich noch Ronda da. Alter, dieser Running Elbow oder was das ist, der trifft echt gar nicht. Na, jetzt räumen wir uns aus dem Ring. Aber wir stehen immerhin noch. Müssen wir jetzt kurz warten. Natürlich geht es in das Cover. So. Zack. With Ronda still down and out, Charlotte looked at, did not let up, repeatedly slamming Becky's face into the mat. Charlotte was making the most of Ronda Rousey being down, willing to put Becky through the mat if it meant she'd leave WrestleMania as the Raw and SmackDown Women's Champion. Okay. Fujiwara Armbar gegen Charlotte jetzt. Okay, seht ihr diesen Anzeigebug? Wenn ich mein Target wechsle, seht ihr den Kreis da auf dem Boden? Oh, interesting. So, wir müssen gucken, dass wir Ronda irgendwie aus dem Weg kriegen. Natürlich, wie immer, fokussiert sich die KI nur auf den menschlichen Spieler. So. Okay, Ronda, mach mal dein Stuff. Ich habe eigentlich den Signature eingegeben, aber das Spiel hatte keine Lust. So. Ja, mach doch jetzt, Ladies. Okay, Natural Selection. Das meine ich mit dummer KI, weißt du? Da geht halt Charlotte fürs Cover, anstatt einfach clever zu sein, Ronda gestunt zu lassen und unseren Shit regeln zu lassen. Aber whatever. Wir kriegen die Armbar hin. Wir gehen sofort raus, weil die KI geisteskrank gestört dieses Jahr bei Submissions ist. Also könnt ihr mal selber ausprobieren. Wenn ihr gegen eine KI, die keine roten Körperteile hat, eine Submission gewinnt auf Legende, dann schickt mir ein Video davon, weil das glaube ich euch nicht. Weil die KI ist geistesgestört krank bei Submissions diese. Ja, wirklich, ich weiß nicht, was 2K da getan hat. Aber es ist nicht mal irgendwie so herausfordernd oder so, was ich ja auch irgendwie schätzen würde. Es ist einfach busted. Es ist einfach 0% Spaß. Es ist einfach nur, ja, basically, wenn du einigermaßen Damage hast, kannst du dich eigentlich von der Submission verabschieden. Also, da wird die KI wird dich da komplett ruinieren. So, wenn Rousey mit dem Gesicht da unten auf dem Ring verpasst, den Low Dropkick zu verpassen. Okay. Ach cool, ich sehe gerade, die haben Charlottes Kneepad in-game auch wirklich runtergezogen. Das ist ein schöner, nicer Touch. Gefällt mir. When Charlotte tried... While her attempts at getting the pin failed both times, Becky was now in firm control and didn't show any signs of letting up. Okay. Orange haben wir gemacht. Fokussier dich auf Charlotte. Setz sie auf einen. Okay, Backsploder. Avalanche Backsploder. Das heißt, wir gucken erstmal sie auszunocken hier und dann jetzt ab in die Corner. Natürlich kontert sie das. Und wir kontern den Konter. Okay, schade. Ich dachte, sie wäre in der Corner. Sie war es nicht. So. Bitte, Ronda, nerv nicht. Oh, natürlich kontert sie. Und deswegen empfehle ich euch, nicht so wie ich, hier den Showcase im Zweifel sogar auf normal zu spielen, wie ich es mache. Sondern spielt den Showcase auf einfach. Gönnt euch diesen Schmerz hier nicht. Weil selbst auf einfach kontert die KI im Showcase irgendwie gefühlt mehr. Ja, zack. Nächster Konter. Und Charlotte hat gar keine Lust, gegen uns zu kämpfen. Ah, dass die KI nicht, das nicht mit den Pinfalls klappt. Dass es nicht so clever ist, einen Pinfall-Versuch zu starten, wenn
ein Gegner neben dir ist. So, wir lernen einfach mal einen Manhandle Slam. Whatever. Bei der Becky hier ist es noch andersrum. Die aktuelle Becky benutzt den Manhandle Slam als Finisher und den Disarmer als Signature. Genau. Und die Becky hier, die 2009er Becky, macht es auch andersrum. So, gucken wir mal, wie wir aus dem Cover hier rauskommen. Okay. Der Balken hat sich einfach nicht bewegt, habe ich mir gerade ein bisschen erschrocken. Oh Gott. Wir müssen immer noch diesen ultra nervigen Top Rope Exploder machen, aber die beiden hier fühlen es nicht. Und Becky auch nicht mehr. Oh Mann. Ich werde zu ungeduldig, ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit rumzuwarten einfach nur. Der visuelle Glitch ist immer noch da hier. So, wir müssen Ronda aus dem Spiel nehmen. Ja, gut fürs Cover. Sei clever, Ronda. Sehr gut. So, tschüss. So, Charlotte. Wäre schön, wäre wirklich super cool von dir, wenn du jetzt mal ein bisschen kooperieren würdest. Oh Mann, ey. Dritter Versuch, dritter Konter. Es ist halt so nervig. Nicht mal, weil es das Match irgendwie spannend macht, sondern weil es einfach nur eine Zeitverschwendung ist, um ehrlich zu sein. Also klar, wenn alles sofort durchkommen würde, wäre auch langweilig, aber der, also könnt ihr mir mal sagen, wie ihr den Showcase-Mode dieses Jahr findet. Ich finde ihn ehrlich gesagt echt ein bisschen lame. Okay, wir haben den Backsploder endlich durchbekommen. Charlotte steht direkt auf. Lässt sich auch nicht stunnen. Aber jetzt. Tag-Aktion mit Ronda. Zack. So, jetzt haben wir Ronda alleine. Versuchen wir mal die Clinch Knee Strikes. Natürlich kontert sie das. Wir kontern aber den Konter. Sie weicht den Konter aus. So, jetzt? Fragezeichen. Ah, ne. Sie kniet und kontert trotzdem. Oh, und kommt mit ihrer hässlichen Armbar an. Und jetzt wird es natürlich ganz kritisch. Okay, wir haben noch keinen Arm-Damage. Das ist das Einzige, was uns hier gerade rettet. Also ich muss sagen, das schlimmste Match des Showcase-Modes, worauf ich mich gar nicht freue, ist Bianca gegen Asuka. Weil Asuka hat natürlich den Asuka-Lock und das ist wirklich eine Gefahr. Das ist wirklich ganz gefährlich. Weil wenn man da Kopfschaden kriegt, man sowieso easy. Und dann mit der KI, die so geisteskrank Submissions hat, kann es sein, dass ein Asuka-Lock die ganze Geschichte komplett einfach beendet. So, Uppercut. Ronda kommt von hinten. Und der Konter ist nicht da. Steh noch nicht mehr auf. Ja, wenn es jetzt ein Pinfall ist, ist es so. Ich glaube, sie hat Resiliency benutzt. Vom Timing her, würde ich sagen. So, würdest du jetzt kooperieren, Ronda? Danke. Mein Gott. Charlotte knew exactly what needed to be done in that ring. Looking to get the pin when she saw Ronda down. The Queen was in top shape. And despite not getting the pin, she was rolling. Gut. Charlotte sieht wenig benommen aus. Oh mein Gott, sie macht ein Figure 8. Und wir kommen nicht hoch. Wir kommen nicht hoch. So, jetzt. Okay. Na komm, lass mal. Lass mal Ron, Charlotte. So, Manhandle Slam. Zack. Und das Arme hinterher. Mit geladenem Finisher in der Nähe des Gegners. Zack. Kann sie auch nicht kontern. Können wir eigentlich direkt wieder abbrechen. Ach, gegen Ronda. Oh, fuck's sake. Okay. Mach mal, Ronda. Mach mal deinen Job. Wir kommen und disarm. Ich sagte, disarme. Hier, disarme. So, zack. Sehr nice. Ronda hat keinen Bock. Alles klar. So, hau sie mir eine Schwörung angefangen. Okay, ich denke, es wird wieder eine Cutscene sein.
Ja, da sind wir. Haben wir geschafft. Wir haben alles freigeschaltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gemeckert. Wenn ja, lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten könnt ihr mal, wie ich schon gesagt habe, eure Meinung so generell zum Women's Wrestling allgemein aktuell mal in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!